Servus ihr Lieben und schön, dass ihr reingeklickt habt. In diesem Video will ich ein wenig auf die Mainstage von The Crew Motorfest eingehen, das Ganze mal ein bisschen erläutern, ins Detail gehen und vielleicht euch auch sagen, worauf ihr zu achten habt. Denn ihr habt in der Mainstage drei separate sogenannte Zeitachsen. Und die könnt ihr sozusagen hochleveln. Wichtig anzumerken an der Stelle, man kann es nur bis Level 4 schaffen. Das ist also das Maximum, das könnt ihr also auch sehen, denn darunter steht eben abgeschlossen. Und wenn ihr wenigstens eine davon auf den vierten Level gebracht habt, schaltet ihr automatisch diese Legendenzeitachse frei. Was es mit dieser Legendenzeitachse auf sich hat und warum ich hier Level 9 haben kann, während die anderen auf Level 4 begrenzt sind, erkläre ich euch gleich. Kommen wir erstmal nochmal zurück zu den drei einzelnen Zeitachsen. Und die sind der Grund, warum dieser Modus Mainstage eigentlich auch nur alle anderen Modi des Spiels nochmal einschließt und umfasst. Weil das ist kein separater Modus, der sozusagen eigene Ideen hat, sondern ihr könnt leveln, indem ihr Dinge tut, die einfach Teil des Spiels sind und das eben in drei Kategorien oder wie es eben hier heißt, Zeitachsen. Die erste, so heißt es hier oben, Playlist noch einmal spielen und dementsprechend verdient ihr euch für diese Zeitachse XP, wenn ihr einfach irgendein Event aus den Playlists noch einmal spielt. Dabei ist es egal, ob ihr das Event jetzt wiederholt oder ob ihr vielleicht ein Event zum ersten Mal spielt, jegliche XP wandern in diese Zeitachse. Im orangenen Bereich haben wir gegen andere Fahrer antreten und ihr könnt das sehen, dass vier Modi in diesem Bereich eingeschlossen sind. Und zwar das Grand Race, das Demolition Royale, die Custom Show und der Summit Contest, den ich gleich auch nochmal ganz kurz ansprechen will. Und dementsprechend könnt ihr hier wiederum XP sammeln, wenn ihr an einem der vier Wettbewerbe teilnehmt. Und für jede Teilnahme gibt es XP, ganz normal. Und die fließen eben sozusagen auf dieses Konto. Und zu guter Letzt gibt es noch die Geheimnisse der Insel erkunden. Und das bezieht sich auf alles andere, könnte man sagen. Man kann das so ein bisschen anhand der Symbole da auch erkennen. Das heißt, jedes Sammelobjekt, was ihr findet, jede Fotoaufgabe, die ihr schafft, jede Slalomaufgabe, die ihr erfüllt, alle kleineren Nebenaufgaben, die es zu erledigen gibt, und XP, die ihr einfach während der freien Fahrt verdient. Einfach, wenn ihr einen einfachen Drift macht, einen Donut macht, dann gibt es ja ein paar XP. Und jede dieser XP fließt eben auf dieses Konto. Dementsprechend, wenn ihr euch beim Zocken wundert, warum manchmal die XP, die ihr erhaltet, blau ist und manchmal orange und manchmal grün, das liegt eben genau daran, weil sie auf spezielle Konten geht. Einmal ganz kurz noch die Erläuterung, was kann man denn mit den vier Leveln innerhalb einer Zeitachse erreichen? Das könnt ihr einsehen, wenn ihr dann hier auf Dreieck drückt, dann zeigen sich die Belohnungen. Und dann könnt ihr sehen, wenn ihr das erste Level von erneut aufsuchen geknackt habt, gibt es einen 5%igen XP-Bonus. Knackt ihr Stufe 2, gibt es 5 Legend-Punkte. Sage ich auch gleich nochmal ganz kurz was zu. Auf Stufe 3 gab es sogar ein Pontiac Firebird, also ein Auto, was ihr freischalten könnt. Und auf Stufe 4 gab es ein Outfit und einen Titel, wobei die Titel, das ist das, was für mich persönlich am unwichtigsten ist. Aber ihr könnt unter euren Namen, sobald ihr einen freigeschaltet habt, auch einen Titel einsetzen. Und genauso gibt es bei jeder anderen dieser Zeitachsen auch vier Belohnungen, die allerdings variieren können. Hier kriegt ihr schon bei Stufe 1 eben Legend-Punkte, bei Stufe 2 sogar 100.000 Bucks zum Beispiel. Und das ist eigentlich ganz cool, weil diese drei Zeitachsen hier werden nach einem Monat, wenn also oben die jetzt, die ihr da sehen könnt, 8 Tage abgelaufen sind, resettet. Das heißt, ihr behaltet nicht Level 4, sondern fangt dann wieder von vorne an und versucht wieder mindestens eine auf Level 4 zu kriegen, um diese Legend-Zeitachse dann auch freizuschalten. Dann kommen wir jetzt noch zu einer Erläuterung, was diese Leiste oder Achse überhaupt bedeutet. Eigentlich eine einfache Kiste, das ist nichts anderes als die oberen drei, nur dass sie eben nicht mehr in einen speziellen Bereich unterteilt ist, sondern allgemein einfach XP ihr hier quasi einfließen lasst. Und genau wie bei den anderen drei Zeitachsen könnt ihr hier, wenn wir mal auf X drücken, ebenfalls Boni freischalten sozusagen. Ja, in dem Fall seht ihr es, bei Stufe 1 gibt es nochmal 10% für die XP obendrauf. Bei Stufe 2 gab es ganz coole patriotische Unterbodenbeleuchtung und bei Stufe 3 gab es sogar noch ein Auto hinterher.
Ab der vierten Stufe gibt es dann nur noch den Titel, den ihr sonst auch schon vorher euch quasi erarbeiten konntet, nur eben mit dem Begriff Legende dahinter, als grüne, also ungewöhnliche, also quasi einfachste, so wie bei Loot-Gegenständen. Und bei Stufe 20 gibt es das gleiche nochmal, aber in blau, in Stufe 50 in lila, weil es dann episch ist. Und ab Stufe 100 habt ihr eigentlich quasi alles freigeschaltet, was ihr in diesem Monat freischalten könnt, weil dann kriegt ihr das sogar als, ja, goldenes, legendäres, als legendären Titel. Dann gibt es noch ein, zwei weitere Boni. Ich habe ja gesagt, das Ganze bezieht den Summit Contest mit ein und dazu gab es ja XP-Boni und so ein paar Kleinigkeiten, die man hier noch beachten kann, und das möchte ich jetzt noch zu guter Letzt loswerden, denn hier unten links könnt ihr sehen, dass es aktuell ein 30% Bonus auf XP gibt, wenn man amerikanische Offroad-Fahrzeuge nutzt. Falls euch also das Leveln hier besonders wichtig ist, könnt ihr es damit ein wenig beschleunigen. Und was genau ist jetzt der Summit Contest? Das möchte ich euch auch zeigen. Das haben sie gewissermaßen vom Vorgänger übernommen. Da könnt ihr zwar nochmal die vorangegangenen Wochen sehen, aber könnt dort nichts mehr machen. Ihr könnt nur noch die Belohnungsinfo euch angucken, was man dort also abstauben konnte. Wir gehen einfach in die aktuelle Woche, American Dust, und können das Ganze mit Dreieck uns angucken. Was gibt es als Belohnung? Und auch hier gibt es nochmal Belohnungen, die so ähnlich ablaufen, wie ihr es schon bei der Mainstage gesehen habt. Wenn ihr also hier final am Ende in dieser Woche im Bronzebereich endet, gibt es 5000 Verbrauchsgüter. Landet ihr im Silberbereich, gibt es ein legendäres Rally-Performance-Teil und bei Gold gibt es sogar 100.000 Bucks. Bei Platin könnt ihr sogar ein episches Dachzubehör erhalten, also ein Prestige-Objekt. Wenn wir jetzt zurückgehen und das Ganze mit X einmal öffnen, dann seht ihr, dass der Summit Contest aus 9 kleinen Wettbewerben besteht. Die untersten drei, zumindest aktuell, sind drei Fluchtaufgaben. Die könnt ihr mit jedem x-beliebigen Auto machen. Je mehr Punkte ihr holt im Vergleich zu allen anderen Spielern weltweit, die hier teilnehmen, desto mehr Boni bekommt ihr sozusagen für euch gut geschrieben. Sage ich euch gleich, wie das gemeint ist. Problem an der Sache ist, hier oben die Events, die konnte ich noch nicht machen, hatte ich auch noch nicht so viel Bock drauf, aber wenn ich sie hätte machen wollen, muss ich Bedingungen erfüllen. So wie zum Beispiel hier brauche ich den Chevrolet Camaro SS als Monster Truck. Und hier bei das Gelände brauche ich ein Rallye-Auto, was aus den USA kommt. Ihr merkt also, dass Bedingungen erfüllt werden müssen, damit man an allen Wettbewerben sozusagen im Summit Contest teilnehmen kann. Macht natürlich Sinn, wenn man alles abstauben möchte, überall auch teilzunehmen, weil je mehr Punkte man holt, desto wahrscheinlicher ist es, dass man am Ende nicht im Bronzebereich, sondern in Silber oder sogar Gold oder sogar Platin endet. Ganz oben könnt ihr eine kleine Leiste noch sehen und ihr seht, dass ich dort drei Balken gefüllt habe. Sieht so ein bisschen aus wie bei den Playlists. Macht natürlich Sinn, weil ich habe halt drei Aufgaben geknackt und dementsprechend habe ich drei Balken bekommen. Mit einem Druck auf Dreieck in dem Fall auf der PlayStation kann ich die Details aufrufen. Dann seht ihr, innerhalb dieser einen Woche kann ich einfach nur regulär fürs Spielen von den drei Events, wenn ich sie geschafft habe, schon 50.000 XP bekommen. Würde ich noch drei weitere Aufgaben knacken, gibt es nochmal ein legendäres Performance-Teil für Monster Trucks. Und würde ich alle 9 Aufgaben einmal schaffen, gibt es als Belohnung sogar direkt schon wieder ein neues Fahrzeug und 100.000 weitere Punkte hier für diesen Modus. Warum habe ich den Summit Contest überhaupt angesprochen? Das möchte ich jetzt am Ende nochmal sagen, weil eben auch die Punkte, die ihr beim Summit Contest holt, in dem Bereich gegen andere Fahrer antreten, einfließen. Wenn ihr also hier erst Level 2 habt und ihr nehmt am Summit Contest teil und erfüllt dort Aufgaben, dann fließen die ganzen XP auch eben in diese Zeitleiste. Ach ja, und während ich darüber spreche, fällt mir ein, dass ich ja noch was zu den Legend-Punkten sagen wollte, die ich gerade nochmal gesehen habe. Denn die könnt ihr hier eben wunderbar gewinnen. Das ist eine der wenigen Möglichkeiten, an diese Legend-Punkte überhaupt zu kommen. Und wie könnt ihr die verwenden, das zeige ich euch noch ganz kurz, auch wenn das nicht direkt was mit der Mainstage zu tun hat. Aber weil ihr die hier verdienen könnt, will ich euch das einmal erklären. Denn wenn ihr hier auf euer Profil geht und dann auf Fahrer, entdeckt ihr den Bereich Legendenpunkte. Und hier könnt ihr, wenn ihr welche habt, wenn ihr noch welche nicht verwendet habt, einfach einsetzen. Das heißt, hier gibt es mehrere kleine Unterpunkte in drei Kategorien, Komfort, Fahrzeug und Spiel. Und zum Beispiel habe ich bei Komfort bei Reich schon 6 Legendenpunkte eingesetzt, weil jeder Legendenpunkt bringt einem 1% mehr verdiente Bucks in den Events zum Beispiel. Das bedeutet aktuell nach 6 eingesetzten Punkten, wenn ich ein Event fahre, kriege ich pauschal nochmal 6% der Belohnung in Credits obendrauf.
Ach ja, und da fällt mir dann eine allerletzte Sache ein, apropos Legendenpunkte wiederum, denn wie bekommt man außerdem Legendenpunkte? Das ist ebenfalls nochmal ganz wichtig, denn ihr bekommt sie natürlich als Belohnung, wie man hier sehen kann, zum Beispiel in den Zeitachsen, aber am Ende eines Monats, bevor die Mainstage resettet wird, wird auch die Legend-Zeitachse ja resettet. Das heißt aber nicht, dass all eure erspielten Ränge hier vollkommen umsonst gewesen sind. Nein, jeder Rang, den ihr gehabt habt, wird umgemünzt in einen Legend-Punkt. Das heißt, je mehr ihr hier leistet sozusagen im Laufe eines Monats, desto mehr Legendenpunkte gibt es für euch und desto schneller kommt ihr immer weiter im Spiel sozusagen. Und ja, irgendwann habt ihr dann wahrscheinlich dort auch alles erreicht und alles gesehen, aber in meinem Fall wird das Ganze, glaube ich, noch eine Weile dauern. Zu guter Letzt natürlich noch eine kleine Information, denn wenn ihr vielleicht ganz neu angefangen haben solltet und euch denkt, wie komme ich denn überhaupt in diese Mainstage rein? Ja, wenn ihr ganz neu angefangen habt, dann habt ihr nicht sofort Zugriff auf die Mainstage. Die schaltet man erst frei, nachdem man 3 von diesen Playlists komplettiert hat. Und jetzt bin ich wirklich am Ende. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit. Ihr könnt mir gerne in den Kommentaren mal sagen, wie ihr zur Mainstage steht und ob ihr die gut findet oder eben nicht und warum das der Fall ist. Bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Macht's gut.